Hey Leute, willkommen zu unserer neuen Newsbash-Folge. Ich bin Fennec. Und ich bin der Pepe und los geht's. So, wir haben die Kategorien mal ein bisschen überarbeitet und werden sie bis zur nächsten Folge noch weiter überarbeiten. Wir haben einfach bei einigen viel zu viel, bei anderen haben wir viel zu wenig. Das hat alles nicht so gepasst und es geht einfach mit der ersten los. Es wurde angekündigt, dass für Black Ops 2 jetzt keine Beta-Version erscheinen wird. Und gleichzeitig wurde vor kurzem auch der Black Ops 2 Trailer veröffentlicht. Der Trailer zeigt keinerlei Gameplay oder sonst was und ist aufgemacht wie eine Dokumentation. Und Anonymous hat sich darüber auch beschwert, weil sie da mit Terroristen verglichen wurden, mehr oder weniger. Und schaut einfach mal kurz rein. So, verständlich, dass sie sich darüber beschwert haben. Und beschwert haben sie sich, indem sie einfach mal vom CEO von Activision sämtliche persönliche Daten wie Telefonnummer, Adresse, Familienstand, Kontonummer und sowas veröffentlicht haben. So, Ubisoft hat auf der offiziellen Homepage von Assassin's Creed angekündigt, dass es bald einen World Gameplay Trailer geben wird, also einen etwas längeren Trailer, der über das Gameplay vom neuen Assassin's Creed ein bisschen mehr Klarheit schaffen wird. Und dabei wollen sie jetzt erreichen, dass diese Seite eben 1,7 Millionen Mal circa geteilt wird und erst dann veröffentlichen sie den Gameplay-Trailer. Wäre extrem lustig, wenn das bis zum Release einfach keine machen würde. Dann auch ein neuer Gameplay-Trailer wurde veröffentlicht, nämlich zu dem Spiel Starhawk. Und wenn man sich das Ganze mal anguckt, dann sieht es so aus, als würde man irgendwie Red Faction Guerilla mischen mit Star Wars und Transformers. Und es sieht super seltsam aus, aber irgendwie auch ganz cool. Der Trailer läuft da unten gerade, schaut ihn euch mal an und Special Ops The Line ist die Demo verfügbar seit gestern. Falls ihr euch dafür interessiert, ladet es euch einfach runter und das Spiel wird aber erst im Juni erscheinen. Das ist übrigens ziemlich cool, das Spiel. Die Demo wird sich auf jeden Fall lohnen. Soll das werden, was uns schon oft versprochen wurde in Sachen Emotionen in Shootern. Sagt euch noch der alte Videospielheld Larry etwas? Also es wurde ein neues Game dazu angekündigt, und zwar Leisure Suit Larry. Und der soll einfach die Story fortführen und auch wieder so ein Kassenschlager werden wie die vorherigen Teile. Finanziert wurde das Ganze übrigens über die Website Kickstarter, die in letzter Zeit ja ein Spiel nach dem anderen finanziert und auch in letzter Zeit auch größere Titel. Und ja, wenn euch das Spiel interessiert, das wurde jetzt glaube ich schon fertig finanziert, aber ihr könnt auf der Kickstarter-Seite mal vorbeigucken und gibt's immer gute Angebote. Ja, in Sachen Indie ist nicht so viel passiert. Es wurde ein Trailer veröffentlicht für die Xbox-Version von Minecraft. Der Trailer sieht ganz cool aus, läuft da vorne auch ein bisschen. An der Xbox-Version zu Minecraft, die unterscheidet sich nicht sonderlich zur Originalversion von Minecraft. Sind nur ein paar Neuerungen drin. Die wurde übrigens jetzt auch veröffentlicht und ja. Vor kurzem, also es war schon etwas länger her, ich persönlich habe davon nichts gehört, aber es wurde ein sogenannter MMO LOL angekündigt. Ein Massive Multiplayer Online Laughing Out Loud. Namens Family Guy. Und für all jene, die Fans der Serie sind, wird es wahrscheinlich, ja, so wie den Pepe hier. Das wird so unglaublich geil einfach. Ich meine, man kann da durch Quahog laufen mit Figuren, die aussehen wie eine Missinterpretation von Peter und allem. Das wird unglaublich gut einfach. Ich werde das nur noch suchen. Und jetzt ist eben die Open Beta rausgekommen und also es ist ein generelles Free-to-Play und ihr könnt es euch gerne holen, es lohnt sich bestimmt, auch wenn nicht Fans der Serie. Scheiße. Ja. Und für O-Game wurde der Patch 4.0 jetzt angekündigt, ist glaube ich sogar schon draußen, da wird O-Game einfach grundüberholt, es kommen mal wieder Sachen dazu. O-Game ist ja eins, für den, die es nicht sagt, das glaube ich sogar eins der... Nee, nicht das, aber eins der ältesten Browser-Games, die es so gibt. Spielt im Weltraum, wo man seinen Planeten bevölkert und so ist. Schaut mal rein, gibt es eine Menge neue Sachen und ist, glaube ich, auch ein wenig einsteigerfreundlicher geworden. News gibt's zu Windows 8. Es soll komischerweise keine DVD-Abspielfunktion haben. Das heißt, wer jetzt DVD-Filme oder irgendwas auf dem PC geguckt hat, der hat jetzt Pech mehr oder weniger, denn so ein Upgrade, damit
euer PC, euer stinknormaler PC, DVDs abspielen kann, müsst ihr euch jetzt zusätzlich kaufen. Das ist eine Schweinerei. Das betrifft nur Video-DVDs und Blu-Rays eben auch. Das wird einfach nicht mit drin sein. Windows begründet das damit, dass sie eben dass die meisten Nutzer Videos eh nur noch übers Internet schauen und deswegen lassen sie das einfach draußen. Ob so Programme wie VLC oder so funktionieren werden, ist nicht eindeutig geklärt, aber wird vermutlich nicht unbedingt gehen. Ja, dann machen wir weiter mit Nintendo. Machen wir weiter mit Nintendo. Nintendo hat nämlich den Audiopreis für Videospielmusik bekommen. Es interessiert zwar eigentlich keine Sau, aber wir dachten, es wäre ganz interessant. Es wäre ganz interessant, dass Nintendo auch mal einen Preis gekriegt hat, weil Nintendo. Ja, gar nicht so, ich finde die gar nicht so schlecht. Immer noch besser als EA. Immer noch besser als EA, aber das ist auch nicht besonders schwer. Ja, und Ubisoft hat sich für Avengers eine Website reservieren lassen, namentlich avengersbattleforearth.com. Man darf also auf ein Spiel vermuten, kann man sogar. Ja, zu Konsolen und Hardware haben wir auch nicht so unbedingt viel, zu Konsolen eigentlich nichts. Zu Hardware hat Sony jetzt einige neue Ultrabooks vorgestellt, die sollen so um die 1000 Euro kosten und relativ gut werden. Intel dagegen hat durch seine neuen Prozessoren einiges einsparen können in den Ultrabooks und wird demnächst wahrscheinlich Ultrabooks, die auch ziemlich was unter der Haube haben werden, für so um die 700 Euro anbieten können. Das bedeutet, die das interessiert, ist es sicherlich jetzt definitiv preisgünstiger geworden, sich sowas anzuschaffen. Und das ja. So, Leute, und das war's dann auch schon mit der Folge. Wenn ihr Ideen habt für neue Kategorien oder so, postet sie mal unten rein, weil momentan, ihr habt ja gesehen, bei Shooter und Action, da läuft es immer über, da haben wir jede Menge News. Bei allen anderen hatten wir jetzt ein, zwei News pro Kategorie. Das lohnt sich irgendwie nicht unbedingt. Wir wollen die halt mal umstrukturieren ein bisschen. Beim nächsten Mal wollen wir auch versuchen, wieder ein paar mehr News zu finden, weil die war jetzt ein bisschen kurz, die Folge. Kürzer, als wir es vorhatten. Wir wollen nicht so lang wie die erste haben und ja. Wir wollen uns auch noch ein bisschen bedanken vielleicht für die ganze Unterstützung von unseren treuen Fans und ja, von denen, die vielleicht noch Fans werden wollen. Wir hätten es halt echt nicht erwartet, dass, ich meine, die erste Folge hat jetzt in diesem Moment 200 Aufrufe und die zweite 130. Das ist dafür, dass uns kein Mensch kennt, ist das halt, ist es eigentlich schon ziemlich viel. Ja, und, ist ziemlich klasse, ja. Und ja, da wollen wir uns nochmal für bedanken. Und ja, wenn ihr Vorschläge habt, konstruktive Kritik, immer in die Kommentare. Wir brauchen es auf jeden Fall. Ich hoffe, das Licht hat euch dieses Mal gefallen und bis zum nächsten Mal. Thank you.